Der erste FC Köln zurück in Europa nach 25 langen Jahren. Servus. Die Belohnung nach einer starken Bundesliga-Saison. Ich denke, es ist eine richtig lässige Aufgabe, die wir da haben. Ich glaube, viele haben sich dieses Los gewünscht. Arsenal London zum Start in die Gruppenphase der Europa League. Ein Los so klangvoll wie die Champions League. Jeder weiß, dass es natürlich die Top-Mannschaft in der Euroleague ist. Aber wir nehmen diese Aufgabe jetzt einmal wirklich sehr gerne an. Mehr als 10.000 FC-Fans sollen in London dabei sein. Nur knapp 3.000 haben Tickets erhalten. Alle anderen wollen einfach nur die Atmosphäre aufsaugen. Dass Arsenal der haushohe Favorit ist, egal. Ich denke, das ist auch für die Fans eine besondere Gelegenheit, hier in London natürlich auch in dieser tollen Stadt gemeinsam ein Spiel zu gucken. Die Glücklichen sind im Stadion, die anderen werden abseits des Stadions in der Stadt den Spaß haben. Das hoffe ich, das wünsche ich mir. Und wenn am Ende des Tages ein bisschen was, ein Hauch einer Überraschung dann auch in London unterwegs ist, wäre es auch schön. Unbeirrt vom schlechtesten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte. Die Europapokal-Vorfreude überwiegt bei den Fans, den Spielern und beim Trainer. Ich weiß schon, dass es was Besonderes ist und so kann ich es auch werten. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, mit dem 1. FC Köln gegen Arsenal London zu spielen. Das erste Kölner Europacup-Spiel nach 25 Jahren. Und egal, wie es für den FC ausgeht, man ist einfach nur glücklich, endlich wieder dabei zu sein.